Hey Kiddies, heute ganz viel Spaß hier bei Battlefield 4 lustige Menschen töten, die wir überhaupt nicht kennen. Yay! Scheiß drauf, ich renn hier einfach rein, metzelte jeden nieder. Mein Leben war sinnlos. Man würde diesen Krieg eh nicht überleben. Was ein Idiot. Es war alles vorbereitet. Es wurde geplant. Der Plan wurde ausgeführt. Ob es diesen Krieg beenden würde, man weiß es nicht. So, hier kommt ja gleich so ein Spaß um die Ecke. Yo. Ich bin dran. Los, los. Nein. Geh weg. Wow. Hallo, Kuh? Kämpfen? Irgendwie? Ja, macht mal. Was haben wir denn hier Schönes? Love. Oh yeah, Bro. Alter, das geht ja richtig auf den Sack. Hä? Schaff's nicht. Ich bin gleich tot. Ganz ruhig. Gut, er ist noch nicht zerstört. Aber ich Genius habe ja noch eine dabei. Oh, jetzt ist er kaputt. So. Jetzt gibt's von mir hier auf die Kauleiste. Mit meiner Schneiberwumme. Drecksack. Man hat hier oben extrem gute Deckung, fällt mir auf. Also das ist der Wahnsinn. Was wir hier an Deckung haben. Ja, 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 okay. Ich chille mein Leben. Ich chille mein Leben bei der Army. Komm schon. Leg mich doch an der Dash. Der will nicht. Jetzt will er. Angriff. Von wo? Da hinten. Schade. Gut, der rennt weg. Der hat Schiss. Oh, ich hab Schluck auf. Jetzt kommen sie von da hinten auch noch. Ich fress irgendwie. Wow. So, ich tu mich mal kurz. Feuer bestätigt! Komm schon. So, er zum Nachladen. Alter, das ist so eine Scheißecke hier. Keine Deckung.
sitzt direkt auf dem Präsentierteller. Angriff. Kann mich nicht bewegen. Hilf. Hä? Was mache ich denn im Netz? Los. So, der hier kriegt auch noch aufs Maul. Wow. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder hier runter. Sehe ich niemand, ich sehe niemand. Es wird zwar auf mich geschossen, aber ich traue mich weiter. Gut. Komm schon. Halt, nachladen. Jetzt bin ich noch safe. Auf den. Der macht doch. Was? Ripper Dodge. Dodge. Für Schottland. Die haben sich zurückgezogen. Sie wussten, dass wir kommen. Einer von uns oder keiner von uns? Sind hoffentlich welche von uns. Tombstone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. So, was haben wir hier? Da haben wir einmal. Wieso? Ja, okay. Das Tor ist offen! Tombstone, Major Greenland erwartet euch. Schön, euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Ja, so können wir uns auch bezeichnen. Alles klar. Ich habe einen Hunger. Hey, Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Klar, beim Hauptquartier gibt's Notration. Bedient euch. Dankeschön. Mir fehlt die Textur. Hä, wo sind die? Ach, da vorne. Moin. Schöner Krieg, ne? Macht Spaß. Schweine. Nein, ich denke nicht. Hä? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notration, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Oh, die ist gut drauf. Irgendwie Wrecker. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Oh Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sam-Stellungen unter dem Damm.
Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Heile zurück. Ich hoffe, du hast eine Versicherung. Blöde Kuh. Geht mir voll auf die Eier. Ob das eine gute Idee ist? Oh, das ist die beschissenste Idee aller Zeiten. Also gut. Let's go. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Racker, du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Alter, ich habe mir hier neue Kopfhörer zugelegt. Ja, Alter, die sind so scheiße, mir tun die Ohren weh. Ne? Eine Stunde spät. Oh, das ging gut. Na, Headshot gefällig, ja? Irish? Ja. Die Menschen zu Hause, die du erwähnt hast. Wer ist das? Meine Frau und drei Kinder. Sieht aus wie ein Bergbaugang, ne? Oh, shit. Ach, verdammt nochmal! Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's, Rack. Ich will noch einen Kakao trinken, bevor es losgeht. Mann. Oh nö, wieder ein offenes Feld. Achtung, Heli im Anflug. Na klar. Fangen wir gleich mit dem Heli an. Wo ist der? Da ist er. Gleich markieren das gute Stück. So, ich glaube, ich nehme jetzt nicht die M4. Ich nehme jetzt mal hier die AK-12. Oh yeah. So, da haben wir den Jet, da haben wir noch andere Leute. Wow. Da haben wir noch was. Gut, das dürfte wieder lustig werden. War, glaube ich, doch keine gute Idee. Alter! Was schießen die? So. Du bist der Nächste.
Alter, man kann gerade so noch schießen. Wow! Immer langsam, mein Freund. Immer langsam. Nicht so schnell. Angreifen. Dankeschön. Der da mit seinem Scheiß Geschütz, der fuckt mich aber auch ab. Drecksack. Arschloch. Jetzt rennen die da runter. Ich fress einen Besen. Hey, hinter dir. Wow. Teamwork. Zack. Na, der steht ja geil da. Vollidiot. So, runter geht's. Haben wir alles gesichert? Fast. Au, au. Von wo schießen sie denn? So, besseres wieder drauf. Und auf die Kauleiste. Ein voll, ein Kill nach dem anderen. Na. Oh, da sind ein paar. Habt ihr den? Geil. Nein! Wow, was war das? Das war ja Pro Gaming. So. Ach, das ist Irish. Angreifen. Wow. Wow. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, da, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, da. Oh, leg mich doch im Sack. Das überlebe ich nicht. Doch, ich hab's überlebt. So, nächster. Muss sehen. Egal. Sniperwumme raus und Schuss. Da rennen die Säcke noch rum. Wow! Dämliches Trickspack. Wow. So. Irgendwas hat er geworfen, ich weiß aber nicht was. So, vorsichtig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wow. Ich läuft gerade so ein Schauer über den Rücken. Und wie ich sehe schon, wir sind knapp bei 20 Minuten. Und da kommt ein Heli. Gut, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen gegen den Guten kämpfen. Gut. Eieieiei. Bis gleich. Bis morgen. Tschüss. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.